Und dann würde ich sie noch weiter anweisen, dass der Bereich hier, den ich jetzt gerade markiere, als Lagerraum nutzbar gemacht werden soll. Du siehst, wie sich ein Gang öffnet. Das Unholz weicht zurück vor deinem Befehl. Ein halbkugelförmiger Raum von etwa 5 Schritt im Durchmesser öffnet sich vor dir, in dessen Zentrum das Archenherz pulsiert. 2 Schritte groß, ein Klumpen aus feinstem Blattgewebe, in dem Massen verderbter Unwasser gluckert. Oberschenkeldicke Adern führen hier in alle Richtungen. Das Herz liegt in einem feinen Gespinst und bildet wohl so etwas wie... Ja, wenn der Baum hier direkt nach oben führt, die Wurzeln des Baumes, so sieht es fast aus. Am Boden vollführen Hunderte und Abertausende Archenkäfer und in dem Schlagen des Herzens, des Rhythmus, einen immerwährenden Tanz. Wechselnde Formen. Du siehst, wie hier, das muss wohl die Schrift sein, die Schrift von Brendigian, das, was er Zayat nennt. Und davor siehst du eine Person. Mehr Wasserleiche als alles andere. Eine Art Leibwächter, die hier steht. Unbewegt, regungslos. Ey, wer da? Gib dich zu erkennen. Kolja, Leibwächter. Leibwächter, von wem? Herz. Ich bewache das Herz. Gut. Und du wirst auch niemanden vorbeilassen. Niemand. Nicht einmal dich. Gut. Vertraus dreht sich rum und dann wird der Bereich etwas anders, also der Bereich, der als Lagerplatz zugänglich ist, und Vertraus wird dann den Bereich hinter sich wieder versiegeln, aber auf eine Weise oder da die Wand etwas dünner machen, so dass er dort demnächst eine verborgene Tür Ja, sprich dich aus. Ich hab sie gerade nicht gehört, sag nochmal. Du wolltest eine verborgene Tür in das Holz machen? Ich möchte also diesen Gang, den ich eben über Celeste, genau, geöffnet habe, wieder schließen, aber diesmal nicht mit so einer dicken Holzwand, wie es vorher war, sondern etwas dünner, Eine sodass Tür, ich ja. die relativ einfach mit, genau, dass ich die relativ einfach mit Werkzeug bearbeiten kann. Und dort will ich dann im Laufe der nächsten Tage ja eine verborgene Tür schnitzen. Schnitzen, okay. Ja, gut, sollte gelingen. Also jetzt erstmal eine reguläre Archenwand, die halt ein bisschen dünner ist, aber die da jetzt nicht irgendwie verdächtig erscheint, außer man klopft gegen sie. Ja, müsste man sich überlegen, an der Stelle, wo der Altar stand, da könnte natürlich irgendjemand mal suchen, aber aktuell gibt es ja keinen Grund, warum man da suchen sollte. Möchtest du dir noch die Nieren angucken, das Entropeum, oder interessiert dich das nicht? Das interessiert mich sehr, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Käfer. Also der soll ja irgendwie 4 Schritt groß sein. Und bevor ich da in irgendeinen Raum gehe, den ich nicht einsehen kann, wo irgendwie was 4 Schritt großes sein würde, würde ich zurückschrecken. Aber so bis hierhin würde ich auf jeden Fall mal vorgehen. Ja. Ja, bis dahin wirst du wohl erstmal nichts sehen, nichts finden. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe, erschwert um 10. Warte, Chippy, 3, welcher ist der relevante 2, Wert? 1. Ich möchte meinen Chibi benutzen, um die 16 nachzuwürfeln.
Dann siehst du, wie gerade Lubdiel um die Ecke kommt mit so einem kleinen hüpfenden, kriechenden Gang. Lubdiel, Lubdiel. Und ja, geht ohne, dass du es irgendwie. Ja, steht hier gerade plötzlich da, wo der Altar mal stand und läuft so an dir vorbei, auf dich zu und biegt wohl nach links ab, an dir vorbei, ohne dich zu beachten. Ey, Lobdiel. Lobdiel. Lubdiel? Lobdiel. Du bist hier doch schon am längsten am Schiff, nicht wahr? Lubdiel? Wo gehst du gerade? Lubdiel machen Niere sauber. Schwestern sagen, das tut weh. Ist hier unten nicht ein riesiger Käfer? Lubdiel? Käfermutter. Ja. Hast du davor keine Angst? Lubdiel haben keine Angst. Lubdiel, Schiffshausmeister. Lubdiel muss hier sein. Okay, dann geh vor. Ich komme mit. Dir? Ja, Vielleicht brauchst du ja Hilfe. er watschelt hier in die Richtung 11, das Atropäer. Das, was man wohl als Niere bezeichnen möchte. Würfel mal eine Mutprobe. Gerade. Du siehst, wie hier Menschen hängen in einem Garten, wie als Schaupuppe aufgestellt, die noch am Leben sind und während sie atmen, verwesen. Du siehst, wie ihr Fleisch runterhängt und faulig, grau, matschig, was sich gerade von den Knochen löst. Lubdiel, der hier die Ketten löst, sie aus dem Baum herunterschneidet und dann nach unten ablegt, alle auf einen Haufen stapelt, während du mit offenem Mund zusiehst. Es ist ein widerlicher Gestank, der hier in der Luft liegt. Und Lubdiel geht dann in eine Ecke, wo ein paar Delfine in Unwasser schwimmen, die er dann nach und nach sorgsam in die Wand kettet und die mit Unwasseradern verbindet, auf dass hier das grüne Wasser wieder in sie flutet. Und du kannst auch sehen, wie die Delfine instantan von ihrem grauen, von ihrer grauen Hautfarbe ins grünliche wechseln und sie jetzt als neue Niere dienen und das Unwasser durch ihre Adern gefiltert wird. Lubdiel machen sauber. Was ist das? Diese Männer da. Wer sind die? Piraten, Lubdiel nicht genau wissen. Rodgar, sie haben gesagt, Rodgar böse Menschen und Lubdiel soll Niere sauber halten. Das lange her. Jetzt keine Menschen mehr da, deswegen Lubdiel neben das, was in Reuse war. Das, was Schwestern transportiert haben. Schwestern sagen, Delfine neue Niere, weil keine Menschen. Menschen jetzt böse als Niere. Nicht gut. Lubdiel, Lubdiel. Ja, er nimmt sich diese Wasserleichen, schmeißt sie sich über die Schulter. Du kannst auch sehen, wie wohl der Oberkörper abbricht, abreißt und dann mit einem platschenden Geräusch auf die Planken wieder knallt. Er nimmt sich einfach dann den Unterkörper und zieht und schleppt. Schleift sie jetzt mit weiterem widerlichen Wasser, was dann aus ihnen herausläuft, in Richtung des Wasserleichenraumes. Da, wo noch mehr Leichen liegen. Fantas stolpert rückwärts gegen die Wand. Bei den zwei. Wer konnte? Lubdiel kann alleine sauber machen. Das nicht Problem von Archenkapitän. Deswegen Lubdiel das machen. Du dich nur machen dreckig. Lubdiel, guter Schiffshausmeister. Lubdiel. Lubdiel, du. Wem dienst du hier an diesem Schiff? Arche? Und dem Kapitän? Arche. Mir egal, wer Der Arche. Archenkapitän. Gut, du weißt ja sicherlich, dass es ist besser für die Arche, wenn niemand über diesen Raum weiß. Mir egal. Ich sag's dir, erzähl besser niemandem davon. Das ist das Beste für die Arche.
Nicht mal meinem Freund. Wer ist ein Freund? Du siehst, wie seine Augen groß werden. Ragnar. Nein, nein, nicht mal ihm. Lobt ihr? Er Er sieht ein wäre bisschen nicht mehr traurig dein aus. Freund, wenn er das wüsste. Nein, Ragnar soll mein Freund bleiben. Ich ihm nicht erzählen. Ragnar, guter Mensch. Ich werde dort, wo der Altar stand, eine Tür bauen, die man nur schwer erkennen kann. Wenn sie fertig ist, zeige ich sie dir, dann kannst du hier wieder runterkommen. Lob dir, Schiffswart. Eine Stunde später. Was tut Ragnar in der Zeit? Romidi, Jarlan? Hart ihr Gute einfach nur Frage. aus? Habt ihr was Also zu tun? ich würde einfach nur abwarten, ja. Also ich würde nochmal sicher gehen, dass hier wirklich alles verstaut und sicher gesichert ist. Dass er da nicht gleich irgendwie eine Rotze oder so irgendwen von den schlafenden Leuten erdrückt. Wäre nicht so cool. Ja, und also würde ich mich, glaube ich, auch bereit machen jetzt irgendwann auf dem Sturm. Obwohl, ist es immer noch der gleiche Tag oder ist es Wir schon haben mal noch etwas den anders? 15. und in der Nacht vom 15. auf den 16. würdet ihr durch den Sturm brechen. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal pennen. Bevor ich mich schlafen lege, lasse ich von Vruk noch eine Nachricht übermitteln nach Gareth, den Markgrafen von Warong. Möchtest du ihn aufs Schiff bestellen oder was möchtest du ihm sagen? Das schreibe ich ins Forum, ja. Gut, dann ein Brief ins Forum. Ja. Mit deiner Nachricht an den Markgrafen. Romilly noch irgendwas zu tun oder kann es weitergehen? Romy lässt ihre Vögel höchstens nochmal fliegen an diesem Abend, da man nicht weiß, wie lange der Sturm anhalten wird, und begibt sich dann auch zur Ruhe und wird über das Erlebte nachdenken. Dann schreiben wir den nächsten Tag, früh am Morgen, 8 Uhr ungefähr. Die Arche ist ausgeruht. Die Steuerfrauen sind noch lebendiger geworden, wenn man das so sagen kann. Zumindest sind ihre Augen nicht mehr so gelb. Fiona hatte das ja gedeutet als Alkoholvergiftung. Zumindest sagte sie etwas von Leber- oder Nierenversagen, wird Giftstoffe durch den Körper fließen, aber das ist mittlerweile behoben. Warum auch immer. Die Archenfrauen freuen sich auf jeden Befehl, der da kommt. Die Archen, ist quasi bereit. Und wenn der Fadaios den Befehl gibt, dann wird sich die Arche losbewegen. Durch den Sturm hindurch. Ihr bemerkt, dass sie wohl unabhängig von Wellen ziemlich gut auf diesen schreiten und sich bewegen kann. Jedes andere Schiff würde hier kentern, umgeworfen werden. Es sei denn, man verfügt natürlich über die absolut perfekten Kenntnisse eines Rateral-Sanin. Aber wenn ihr euch das betrachtet, vielleicht vom Steuerbaum aus, durch die Fenster, oder ihr ignoriert es einfach, habt die einzelnen Aufgänge verschließen lassen und harrt einfach in der Klaschemba aus, wo ihr es dann nicht erkennen könntet. Aber wenn irgendjemand oben auf dem Steuerbaum steht, kann er sehen, wie sie durch unmögliche Wellen schreitet und sie durchbricht, wie sie geteilt werden durch das Maul, durch die spitze Form der Arche. Es dauert 2 Stunden. Und dann steht ihr auf der anderen Seite. Maraskan verfärbt sich so langsam. Immer noch ist es rot, immer noch haben wir Winter, aber nach und nach könnt ihr einige orangene Blätter erkennen. Bald wird sie wieder grün. Ein wunderbarer Blick. Es ist warm. Es ist endlich wieder warm. Nach den eisigen Temperaturen dort oben im Norden in Festum, beim schwarzen Eis, mit, ja, den Temperaturen, die euch niemals wieder wärmen werden. Aber jetzt? Oh, ihr müsst die Kleidung loswerden, die ihr angezogen habt. Ein paar bunte Vögel und Papageien, die ihr am Horizont erkennen könnt. Und das Schreien ist auch schon von hier aus zu vernehmen. Endlich wieder an Maraska.
Maraska. Kapitän, wir haben etwa, ich würde sagen, 40, vielleicht 45 Meilen zum Festland. Wir können zwar den Horizont erkennen, aber nun, das kann man bei dieser Bergkette natürlich immer. Wir sind eigentlich vom Festland aus nicht zu erkennen. Es sei denn, wir machen weitere 10 Meilen darauf zu, dann könnten wir mit Ferngläsern oder so etwas verspätet werden. Laut unserer Positionsmarkierung liegen wir direkt vor Jagan. Sollten also Schiffe von dort aus auflaufen, nun, dann könnten wir natürlich bemerkt werden, aber auf den ersten Blick können wir nichts erkennen. Sehr gut, vielen Dank. Ich werde seine Gnaden darüber unterrichten. Wir sollten, nachdem wir diesen Sturm wohl passiert haben, Späher ausschicken. Ihr habt doch diese Vogelfrau, nicht wahr? Das ist richtig. Vielleicht in alle Richtungen, damit wir wissen, ob es Schiffe gibt, die wir umgehen, umfahren müssen. Aber ich möchte euch keine Tipps geben, nur einen Ratschlag. Ich werde darüber nachdenken, aber ich glaube nicht, dass wir uns allzu lange auf dieser Seite des Sturms aufhalten werden. Zumindest nicht, wenn unser Steuermann seinen Willen bekommt. Also gut, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Besprecht das doch am besten mit den Offizieren. Das werde ich. Ja, dann werden auch alle relevanten Leute zusammengetrommelt. Azar, 10 Uhr morgens, im Offizierscasino. Luften regenerieren, richtig? Ja, plus 1 Bett. Und für uns noch plus 1 wegen Medizin. Und Krankenstation macht 1W6 extra, meinst du, ne? Richtig. Oh ja. Wow, 6-6. Kommt noch eine Konsti-Probe zu. Oh ja. Ja, genau. Krankenstation 1W6 zusätzlich. Romilly war da, Ragnar nicht, aber die anderen beiden. Einfach da ist ja. Naja. Guten Morgen, alle miteinander. Guten Morgen. Euer Gnaden, wie ihr sicherlich bereits mitbekommen habt, verlief unser Übertritt gut. Ich habe auch derzeit noch keine Schadensberichte aus dem Unterdeck gehört, entsprechend nehme ich an, dass dort auch alles noch fest verzurrt ist. Wenn ihr euren Test im Sturm zu laufen weiterführen möchtet, sollten wir dies besser bald tun, denn wir sitzen direkt vor Jagan. Und ich möchte ungern vor unserer Zeit gesehen werden. Gut, dann werden wir, sobald die Besprechung vorbei ist, mit einem Sprint beginnen. Erzbibliothekar Toschek beobachtet das Unwasser, was durch die Adern pumpt. Und nun, er hat irgendeine komische Technik gefunden, wie er wohl das Wasser, was durchfließt, bestimmen kann. Ich weiß nicht, ob wir dem Mann trauen können. Ah, ist auch egal. Er wird schon keinen Schindluder treiben. Ach, er ist zu sehr an seine Forschung vertieft. Ich glaube, er lebt dafür. Ganz im Sinne der Herrin Hesinde. Ich glaube, er hat da keine weiteren Motive. Das ist es aber. Man berichtete mir, dass Xeleste oben mit irgendjemandem durch das Schiff hinweg spricht. Ich weiß nicht unbedingt, ob es so gut ist, wenn Doshek den ganzen Tag unten im Unterdeck verbringt, alleine und Xeleste ihm dabei noch zuflüstern kann. Vielleicht täusche ich mich auch nur, wir werden sehen. Xeleste spricht mit wem? Scheinbar. Was hat sie denn gesagt? Haben wir eine Menschenkenntnisprobe und ich würde sogar überzeugen zulassen von Ephadaios, nicht nur überreden, überzeugen. Das sind jetzt konträre Proben, das heißt, die gehen gegeneinander. Ja, die schafft er. Kein Ding. Warte, kurze Frage, wer ist denn anwesend? Wer genau? Die Spieler und wer noch? Spieler, Fiona, Jagold Riedkötter, der Oberst und vermutlich Braun der Jäger. Ja, die sind einfach alle egal. Es geht jetzt wirklich um Ragnar vor allem. Okay. Ich meine, Jarlan kannst du die Hucke voll lügen, der kriegt eh nichts mit. Aber die 21 Punkte von Ragnar, die sind jetzt dein massives Problem. Fuck. Ja, also. Das ist meine Ansage. Du merkst auf jeden Fall, dass Eva daraus etwas mehr zu dem Thema zu sagen hat. Ja, du kannst auch nur überzeugen, Probe. Also, Celeste spricht zu mir. Okay, dann nicht. Wie möchtest du? Was sagt sie dir denn? Es ist das Schwert.
Wenn ich ihr befehlen möchte, muss ich entweder ihr gegenüberstehen oder das Schwert berühren. Für die Umbauarbeiten am Schiff habe ich das Schwert mehrfach genutzt. Und es ist, ich höre dann ihre Stimme in meinem Kopf. In deinem Kopf? Das klingt nicht sehr gesund. Das durftest du ja gestern am eigenen Leib erfahren, Ragnar. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Hasswolf, mach die Tür auf. Ah, moin! Wieder eine Besprechung. Er setzt sich wieder auf den Stuhl und fängt an zu kippeln. Hasswolf, Abenteuer. Warum seid ihr hier? Ich wurde wieder nicht eingeladen. War wohl ein Versehen, dass niemand hat mir Bescheid gesagt. Wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Setzt euch an den Tisch, hört zu. Sehr gut, Abenteuer. Ragnar schmunzelt nur ein wenig und schüttelt nur den Kopf. Mit Sturheit kommt man hier scheinbar ziemlich weit. Richtig. Freut mich, dich im Offizierscasino zu treffen, Hasswolf. Und man nickt lieber mal zu. Ja, er kippelt weiter. Wie soll ich dich ansprechen? Was? Kannst du mich aber Hasswolf nennen. Alles klar. Ich habe keine Freunde, die mich anders nennen würden. Okay. Er hat Freunde. Ugdan ist auch Freund. Hass nickt ihm auch zu. Man dachte, es ist ein Segen. Ich hab's mal mit Hassi probiert, aber das wirkt eher wie ein Hundenamen. Vielleicht Hasso. Also, worüber sprechen wir? Ich war gerade dabei, seiner Gnaden zu erzählen, dass es mich leicht besorgt, dass er den ganzen Tag mit diesem Schwert in der Hand herumrennt. So aufregend. Er euch den ganzen Tag zuflüstert. Nicht, wenn er darüber Stimmen der Steuerfrauen empfängt. Habt ihr sie mal verprügelt? Das wird schwierig. Ich habe Celeste schon einmal geschlagen. Es sind scheinbar die Hände eines Geweihten, die nun ihr Befehl erteilen können. Oder ich dieses Schwert hier. Ich habe noch nie eine Schlägerei verloren. Soll ich mal nach oben gehen, sie boxen? Ich schlag auch Frauen, kein Problem. In Torwall machen wir das die ganze Zeit. Ihr werdet nicht unsere Navigatorinnen verhauen. Warum nicht? Euer Frauen. Mit der Navigation haben sie nicht wirklich viel zu tun. Bist du aufregend? Naja. Aufregend sind andere Dinge, wie zum Beispiel das, was wir gerade planen. Die Tür geht einmal auf und Jasper steht darin. Jasper? Nun, ich möchte nur mitteilen, dass ich mich recht herzlich bedanke, dass ich die alchemistischen Gerätschaften benutzen durfte und würde natürlich für eine Entlohnung zur Verfügung stehen. Wenn ihr also etwas von mir benötigt, dann bin ich selbstverständlich bereit, mich eurem Kurs anzupassen. Wir haben den Sturm um Maraskan also umwunden. Darf ich erfahren, wo es denn hingeht? Zurück in den Sturm. Ey Jasper, setz dich an den Tisch, komm ran! Und wenn ihr in meinem Schlafgemach schon Schnaps brennt, gebt wenigstens was ab, ja? Verzeiht, mein Herr, so etwas Profanes und Einfaches wie Schnaps stelle ich sicher nicht in der alchemistischen Küche eines Iribalgur her. Seines Zeichens, nun, dem der Wesenheit der Anti-Elemente zugetan und so etwas wie Schnaps ist dann doch relativ, naja. Aber sag mal, Jasper, habt ihr unserem Kapitän vielleicht schon etwas zu sagen? Etwas zu sagen? Ihr sprecht auf die Geheimnisse an, über die wir sprachen? Nein. Richtig. Nein, das ist noch etwas, was ich für mich behalten will. Wie gesagt, wir kennen uns noch nicht und ich möchte die Geheimnisse euch erst dann anvertrauen, wenn ich euch auch vertrauen kann. Ja, dann sagt er gar nichts mehr zu, er stützt sich einfach den Kopf in die Hände und... Ey Jasper, das ist eine geheime Besprechung, mach die Tür zu und setz dich hin. Dürft nicht alle mitkriegen. Ja, ne? Meine Herren, ich möchte einen Vergleich anstellen, da relativ viele hier an diesem Tisch sehr einfach sind. Er blickt aber einmal zu Romilly. Wir befinden uns auf einem dämonischen Schiff. Das ist wie Sandburgen bauen. Ein einfacher Vergleich, der allen bekannt sein sollte. Wenn man eine Sandburg baut und sich dabei nicht die Hände schmutzig machen darf, das wird wohl nicht funktionieren. Man kann natürlich ein Schäufelchen nehmen, aber das wird dann doch sehr grob. Man kommt also nicht umhin, dass man sich die Hände schmutzig macht. Man kann Handschuhe tragen.
Mensch. Ey, Jasper, halt mal dein Maul, setz dich hin. Wo habt ihr denn Hasswolf ausgetrieben? Fest um, Swafnir-Tempel, fragt gar nicht erst. Ich kenne diese Gestalt von früher aus den Zeiten in Festum. Ja. Und ihr habt ihn tatsächlich mitgenommen? Wenn ich mich recht erinnere, seid ihr nicht auch unbedingt ein unbeschriebenes Blatt, nicht wahr? Und ihr seid trotzdem hier. Also, Klappe halten, setzen. Jasper ist aus der Akademie rausgeflogen. Ist mir egal. Ihr fliegt gleich aus diesem Raum, wenn ihr euch nicht die Ruhe haltet. Jasper, halt deinen Mund und setz dich hin. Ja, Jasper nimmt am Tisch Platz. Gut, euer Gnaden, ich vertraue einfach mal darauf, dass ihr mit den beiden Navigatoren schon Kurs planen werdet und uns hinreichend weit vom Festland fernhaltet. Wie lange glaubt ihr, werdet ihr brauchen? Wie hast du angesprochen? Von Neuers. Also, ich wende dich euren Gnaden sage ja. Ich meine natürlich hier von Neuers. Ich mach mal eine Seefahrt, um das abzuschätzen. Soll ich die Kanonen wieder aufbauen? Folgt noch nicht. Bronn hat aber recht, wir sind ziemlich zahnlos, da nur wenige Schütze abgebaut haben. Wir sollten also zusehen, dass wir schnell mit den Experimenten fertig werden. Selbstverständlich können wir auch die Arche benutzen, um uns zu wehren. So etwas wie Flammenkugeln, Ignisfero geheißen. Auch sie können wir benutzen. Immerhin ist dies ein Schiff der Anti-Elemente. Wir könnten auch auf die Anwendung erzdämonischer Zaubereien verzichten. Ich möchte es nur zu bedenken geben, falls wir auf andere Archen treffen oder nur andere Schiffe, dann stehen uns auch die Ignisphäre zur Verfügung. Den nächsten Archenkapitän, den wir treffen, erschießen wir einfach. Wenn wir den Sprint aufnehmen, sollten wir innerhalb der nächsten 24 Stunden unser Ziel erreichen. Gut. Kapitän, je nachdem, wann ihr den Angriff beginnen wollt, können wir natürlich etwas Unwasser zurückhalten und die Kräfte der Arche sparen. Nun, wir werden vor dem Angriff Zeit haben. Wir müssen ja schließlich erst Informationen einholen. Entsprechend ist die Zeit wohl auf unserer Seite. Okay. Das Wichtige ist, dass wir ungesehen, zumindest von maraskanischer Seite ungesehen, durch die Elbe-Rumme eingekommen. Nun, ich weiß nicht, ob sich ihre Barrikaden bis in den Sturm hineinziehen. Wenn nicht, sollte es kein Problem sein, dorthin durchzufahren. Gut, dann ausführen. Hi, Kapitän. Mit der neuen Ausrüstung sollte das kein Problem sein, auch ohne Sichtverhältnisse. Mit unserem Schiffskompass den Kurs zu halten. Ihr verfallt in einen Sprint? Wir verfallen in einen Sprint. Okay. Die Arche hat 60 Handlungspunkte. Die normale Bewegung mit GS8 pro 20 Meilen kostet euch einen Handlungspunkt. Dadurch, dass ihr voll wart, hattet ihr noch ungefähr 59 Handlungspunkte zur Verfügung. Das war also relativ einfach. Wenn ihr eine schnelle Bewegung ausführt, GS18, pro Meile bezahlt ihr. Und das sind 2 Handlungspunkte. Eine einfache Rechnung erfolgt. 18 als Meter pro Sekunde mal 3,6 sind 64 Meilen pro Stunde, beziehungsweise 65. Das heißt, ihr seid mit einer irren Geschwindigkeit unterwegs, und zwar eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde habt ihr die 30 Meilen vollendet, eine ganze Tagesreise, die ihr in einer halben Stunde zurückgelegt habt. Danach verfällt die Arche in Lethargie. Absolut bewegungsunfähig. 30 Meilen nach Süden in einer halben Stunde. Fertig.